Hey ihr Brutstätte-Finderinnen und Finder, willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir gehen jetzt zur nächsten Brutstätte, wir haben diese hier gerade gereinigt. Und da haben wir wieder eine ganze Menge Viecher freigeschaltet, die wir dann zähmen können oder überbrücken können in dem Fall. Zähmen ist ja der falsche Ausdruck, ne? So, wir brauchen mal wieder ein paar Beeren und wir brauchen auch wieder ein paar Heiltränke. Ich will mal hier. So. Das Lagerfeuer haben wir kurz entdeckt. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das war der Reitschlunde. Warte mal, ich brauche ja. Von denen brauche ich doch irgendwas. Ich brauche die Zähne von denen, oder? Komm mal her. Kann man schwerlich treffen hier, die Bäuche. Oh, das war's. Mal erstmal schön den Arsch wegschießen. Mach die Plauze. Und da ist auch schon futsch, das Vieh. So. Ja, aber natürlich erstmal schön, dass ihr mit dabei seid, liebe Leute. Nee, war nicht, was ich wollte. Wie die Zähne, wie kann ich die denn wegschießen, sag mal. Au. Ach, diese Zähne da unten. Muss auch mal das Mäulchen aufmachen, ne? Strahlstoß. Zack. Genau diese Zähne brauche ich. Oh, oh, oh. Ah, shit. Ey. Zeig mal die Zähne. Arsch abschießen. Jetzt trinkt mal jemand ein Schlückchen. Warte nur. So. Aber was machst du jetzt? Aha. Geht nicht mehr, ne? Guck mal, stehen jetzt. Was ist denn? Oh Gott. Ist ja noch eins. Ja. Nein, nein, nein. Endlich. So, jetzt erstmal ans Plündern. Mensch, 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 Leute, ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit kämpfen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Zähne haben von den Viechern. Von den Breitschlunden, aber ich habe jetzt wieder keinen bekommen, weil wir brauchen die ja noch für die Upgrades. Das mache ich dann mal off-cam irgendwann, dann werde ich mir die sammeln. So. Oh. Genau, das Blitzgewehr brauche ich auch noch. Als Upgrade-Material.
Okay, ich mach mir da mal. Oh, hab kein Wildfleisch mehr, verdammt. Oh, alles gut. Jetzt gehen wir doch mal zur anderen Brutstätte, würde ich sagen, oder? Ich überlege gerade, soll ich was anderes machen oder die Brutstätte erstmal? Bekannter Beuteunternehmer. Machen wir erstmal das. Komm schon her. Machen wir erstmal das hier. Wir holen uns ja nur den Auftrag ab und können das dann irgendwann anders machen. Ja, ein paar Heilbeeren hier. Das ist aber Golddornpfeffer, das ist keine Heilbeere. Oh, warte mal, wir haben nicht so viel davon. Ein Koch kann damit bestimmt was anfangen. Andererseits, wir kaufen uns auch nicht so viel zu essen. Naja, egal. Wächst ja so schön kostenlos, dann nehmen wir es natürlich auch mit. So. Haben wir noch alles? Sind da noch Heilbeeren irgendwo? Hier. Sieht schon wieder irgendwas. Keine Zeit jetzt. Komm. Oh ne, da war ja was zum Heilen. Ach Mist. So, aber erstmal schön, dass ihr mich weiter begleitet hier auf dem Weg. Finde ich sehr nett von euch. Dass ihr wieder eingeschaltet habt und Spaß habt. Hoffe ich doch. Ein Behemoth könnte einen Berg wow. Wenn er wollte. Oh nein. Nicht mein Tierchen. Ich muss mein Tierchen retten. Das wird nicht hübschen. Oh. Was habe ich da gerade? Ich wollte es reparieren. Ja, komm. Ja, genau. Ach, Kinder. Das steht ja aber auch mitten auf dem Weg. Hoffentlich ist mein Tier jetzt nicht kaputt. Mein Reittier. Ist es aber, ne? Ne, ist es nicht. Da kommt's. Wo ist jetzt da? Blöder Behemoth. Geh weg. Ich beide mal gehackt legen, ihr Mistviecher. Ah, ist das ärgerlich jedes Mal. Sind das Osseram? Ich sollte ihnen helfen. Irgendwas. Flugviecher. Ausweichen, ausweichen! Wow, der war gut. Aha. Der war gut. Der ging ziemlich schnell um. Da ist noch mehr. Ich glaube, das war der letzte Minenwerfer. Alles okay?
Sehr gut. Pierscher Tangenerator, den habe ich doch gebraucht. Vorsicht! Bleib stehen jetzt. Den brauche ich. Ist da so ein Affe? Wie gefall ich dir jetzt? Ja. Komm, ich lass den mal lieber. Da ist hier noch einer, ein Pierscher. Schade, da rennt er. Egal. Ich hole mir hier nochmal einen Vertrag und dann hoffe ich, dass ich bald mal etwas bessere Rüstungen von denen bekomme. Ein persönliches Tagebuch in ungehobelten Glyphen verfasst. Es ist 6 Jahre her, dass ich mir den Kopf geschoren und mich den Freibeutern angeschlossen habe, um Ersas Beispiel zu folgen. Schluss mit den Präfekten des Anrechts und der Knechtschaft durch die Ehe. Schluss mit Söldnergruppen, die keine Frauen aufnehmen. Und Schluss mit dem verrückten Sonnenkönig, dem größten Unterdrücker von allen. Ich würde lieber sterben, als das Leben eines anderen zu leben. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum so viele Freibeuter der Garde beigetreten sind. Natürlich sehe ich, dass Abarths Herrschaft das Gegenteil von der seines Vaters ist. Aber ich wollte Unabhängigkeit, keine Treuepflicht. Aber hey, jeder wie er mag. Das ist schließlich die Definition von Freiheit, oder nicht? Jetzt sorge ich mich um die Sicherheit einer Bergungsoperation. Ja, für die Sicherheit einer Bergungsoperation. Die Bezahlung ist nicht gerade üppig und dieser Kehrruf ist ein echter Misthaufen, aber ich bin glücklich. Ich sehe den verbotenen Westen mit eigenen Augen und ab und zu kann ich sogar etwas mit meinem Hammer zertrümmern. Aber das Beste ist, ich kann jederzeit wieder gehen. Hey Rotschop, auf ein Wort. Da ist noch ein Text. Ein nicht abgeschickter Brief in ungeschickten Glyphen verfasst. Es ist schwer, diesen Brief zu schreiben und es wird noch schwerer sein, ihn zu lesen. Ferner ist heute einer Maschine zum Opfer gefallen. Sie hat nach dem Angriff noch eine Weile gelebt, aber auf dem Rücktransport ist sie dann gestorben. Hiermit schicke ich ihre Rüstung, ihre Waffen und ihre Besitztümer zurück. Außerdem schicke ich ihren Anteil an Scherben für die Beute. Sie hat von ihrem Zuhause erzählt. Sie sagte, dort sah man sie nicht als Kämpferin an. Sie sagte, wenn sie stirbt, werden alle sagen, dass sie ihr Leben bei der Jagd verschwendet hat, obwohl sie eine Ehe hätte führen können. Ich habe an Ferners Seite gekämpft. Sie war ebenso stark wie alle anderen in unserem Lager. Sie beklagte sich nie über die Nachtwachen. Sie war so klug, unsere Halden vor das Lager zu verlegen, damit es nicht so stank. Ja. Ohne sie werden wir schwächer. Wir haben eine Jägerin und eine Freundin verloren. Sie hat immer an ihrem Traum festgehalten. Sie ist gefallen. Aber sie fiel an dem Ort, an dem sie sein wollte. Das ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass sie wusste, wie man lebt. Ich werde noch mehr Scherben aus ihren nächsten 3 Anteilen schicken. Ihr Name wird bis zu dem Tag in uns weiter brennen, an dem wir fallen. Gorund. So, rotes Haar. Tötet Maschinen, wie ich Bier trinke. Das muss dann wohl die Retterin von Meridian sein. Aloy, reicht. Würdest du mir verraten, warum ihr mitten im Tenakt-Gebiet Pirscher jagt? Nicht jagen, plündern. Ich kann das erklären. Später. Die Pirscher gerade waren nicht die einzigen in der Nähe. Dieser Dschungel wimmelt von ihnen. Sie sind zäh und geben nicht auf. Wir dachten, wir könnten mit ihren Minen das Lager sichern, aber wir haben längst nicht genug. Du bist Jägerin. Du könntest die Pirscher erlegen und mir dabei gleich die Minenwerfer beschaffen. Natürlich gibt es einen Lohn dafür. Schnell geschrieben, aber in diesem Vertrag steht alles, was du wissen musst. Alles klar. Hab ich ja schon, oder? Minenwerfer. Jägerin. Du brauchst Teile? Ich hab sie. Du willst verkaufen? Ich nehme sie.
Alles klar, Rauchbomben. Hier ist der Tankgenerator. Arbeitet der Metallblock. Uiuiui. Hier mal Kraftlader. Oh, hier mal zwei. Ich weiß noch nicht, was ich die gebrauchen kann. So. Einbrecher Primärnerv. Ja, komm. Ich habe ja ein paar Scherben übrig. Mittlerer Metall Maschinenkern. Da habe ich nichts. Nee, warte mal. Größer Maschinenkern. Habe ich 8 Stück. Was die alles haben? Du kannst jederzeit wiederkommen. Okay. So, die Jägerin wird eine Pirscherherde aufspielen und einen Satz Minenwerfer beschaffen. Pirscher können sich unsichtbar machen. Die Jägerin muss warten, bis sie sich wieder zeigen oder sie dazu zwingen, die benötigten Teile zu erlangen. Ja, Pirscher können sich unsichtbar machen. Alles klar. Ja, aber erstmal, wie gesagt, gehe ich weiter. Was ist denn hier noch? Fragezeichen? Bevor ich Pirscher nachjage, sollte ich den Vertrag lesen, damit ich vorbereite. Uiuiui, ein Schiff? Also, Schiff sage ich, ein Flugzeug mal wieder. Ist hier noch ein Flugschreiber? Oh! Gut, dass ich das kann. Oh, eine Energiezelle? Was? Gut, gut, gut. Laut Signal ist da drin noch eine Aufzeichnung. Ah, voll geil. Auch ein alter Flugschreiber. 3 von 12. Ja, super, dass ich jetzt das Fragezeichen hier entdeckt habe, zufällig. Also ich geh einfach mal den Weg jetzt weiter. Und haltet die Roboter sich befreit haben? Weil sie nicht stoppen konnte? Schau doch mal genau hin. Was jetzt? Soll das eine Art interne Verschwörung sein? Glaubst du, Pharaoh und die anderen entvölkern den Planeten? Ganz genau. Pharaoh, Metallurgic, SBMH. Wir werden... Pharaoh war vielleicht verantwortlich, aber er konnte die Maschine nicht stoppen. Das war das Problem. Mein Fokus hat noch einen Flugschreiber entdeckt. Oh. Gut zu wissen, aber wie gesagt, mache ich später alles. Ah, komm schon. Was? Ich will da runter Starker jetzt. Starker Wind. Vorsichtig. Starker Wind. Ist hier wieder Sturm? Weil ich dachte, der Sturm ist jetzt ausgeschaltet. Da wir schon die drei Teile gefunden haben. Demeter hat doch den Sturm verursacht, oder? Oh nein! Wir haben ein armes Tierchen platt gemacht, mal wieder. Auch noch unabsichtlich. Ich brauche ja das Fleisch, ne? War das schon wieder Banditen aus dem Posten? Da unten. Ja, komm, die mache ich irgendwann mal anders. Irgendwann mal offcam mache ich die oder so. Warte, ich soll kurz zur Werkbank und gucken, ob ich jetzt was upgraden kann. Darauf? Ja. So. Gut. Sonst ist hier gar nichts. Interessant. Interesting. Munitions... Ach gut, Munitionsherstellung, ja.
Habe ich da nicht, dass es weniger kostet jetzt, ne? Ja. Hier. Hier mal Löschwasserbombe. Zack und zack. Kannst leider nicht sehen. So. Ach, 6 Sprengstacheln. Nee, komm, ich stelle jetzt nicht mehr her, das ist Quatsch. Aber Waffen kann ich auch verbessern. Ah, nehme ich meinen Jägerbogen. Hier, dafür brauchte ich die Pierschatan-Generatoren, stimmt. Oder der Häckslerhandschuh. Hm, ja. Machen wir mal. Ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin jetzt overpowered, weil meine Waffen alle so gut sind und ihr sagt jetzt so, haha, warte mal, bis du die legendären Waffen siehst. Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, das wird cool. Wie gesagt, gegen Grünglanz, solange ich nur die normalen Schleudern habe und nicht die... Schade, immer noch nicht die epische. So, jetzt bin ich aber hier fertig, glaube ich. Bin noch ein ganz schönes Stück bis zur nächsten Station. Ja, den habe ich immer noch nicht freigeschaltet. Ich gehe mal gucken. Nee, komm, ich spare mir einfach das Schnellreisepaket. Miau. So. Das sparen wir uns jetzt mal. Wir haben zwar genug Fleisch und alles, aber ist ja auch egal. Ich könnte natürlich hier wieder hier den großen Tippen da, den wie auch immer er heißt, kaputt machen. Kann schon wieder vergessen. Wow. So, wie komme ich an dich ran? Das gebe ich einem Färber. Guck mal, kann ich da nicht eine Quest markieren für Langhälse? Ja, ne? Eigentlich schon. Hä? Warum komme ich da nicht ran? Los geht's. Zack. Oh, der hat sogar was. Goldbarren. Geil, die sind ja echt was wert. Krötenechse. Ja, gut, nehme ich alles gerne mit. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wie ich darauf komme und die Quest ist auch noch gesperrt, finde ich ein bisschen schade. Ja, wie komme ich auf das Teil rauf? Ein Vorrat schadet nie. Ja, eben, ne? Ja.
Informationsspeicher, aber was? Psi-Überbrückung überbrücken nicht möglich. Aha. Also ich muss erstmal die Brutstätte holen, ja. Das hat eine unbekannte Brutstätte. Warte mal, von hier geht's glaube ich am allerschnellsten. Da ist aber auch noch eine Quest markiert gewesen. Auf dem Lagerfeuer. Das Labor ist hier irgendwo. Dort finden wir laut Cotallo die Teile, die er für einen neuen Arm braucht. Wissen, dass ich hier bin. Ja, komm, wir machen erstmal die Cotallo-Quest. Hey, Cotallo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Neuen Arm für unseren Kumpel. Das hatte ich eigentlich letztes Mal schon vor. Nach der Brutstätte. Aloy. Danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest. Und die Datenbank dort drin. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Wir müssen uns beeilen, falls die Zeniths uns beobachten. Verstanden. Zum Labor geht's hier lang. Wie sie überhaupt nicht auf ihn wartet. Alles okay? Ich schaff das. Wow, mit einem Arm hat er das geschafft. Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. Auf in den Kampf. Die sind so nervig, diese Viecher. Immer nur diese blöde Attacke, wo sie einen anhüpfen. Genau ins Auge. Zum Labor geht's durch diesen Tunnel. Komm. Das ist ja super, dass er uns Fremde nennt. Ich find's immer noch echt doof, dass die Plünderer... die Plünderer, was wollte ich sagen? Ja, dass wir die Nanoroboter dann nicht irgendwie ausschlachten und da vielleicht ein Teil rauskriegen können, was uns hilft. Das wird auch exquisit. So. Wir waren ja schon mal hier unten, aber... Vielleicht kriegen wir einen gescheiten Arm für Cotallo zusammen, das wäre super.
Schwer zu glauben, aber ja. So, was geht zum Lagerraum? Feinde voraus. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Geh voraus. Aha. Schön, schön. Ja, ich bin gespannt. Ist das wirklich so, dass wir hier was finden? Oder war das jetzt nur eine Vermutung? Ja, hätte ich auch schon früher dran denken können, vielleicht mit. Aber vielleicht brauchen wir ja Cotalo zur Anpassung. Aber ich habe ja schon mal gesagt, eigentlich müssten die von der Prosthetik her super fortgeschritten sein hier schon. Wenn sie Spaß haben, also wenn sie Zeit haben für solche Späße wie Schutzschilde und so ein Kram, ne? Ist es das da unten? Ja, wir sollten schnell darunter. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Val sagte, Beta war in einer dieser Kapseln. Furchtbar, sowas eingesperrt zu sein. Kaum Platz zum Atmen. Ach, naja, sie war ja auch betäubt. Na, ist ja nicht so, als hätte sie das alles bewusst mitgekriegt. Sie hat sich außerdem ja selber eingesperrt. Ja, komm, es lohnt nicht. Du wartest hier. Da bist du doch. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Dann sind da drin hoffentlich Antworten. Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Was ist mit den Bauteilen? Sie sind bestimmt irgendwo auf... Phantome! Kämpf mit Ehre! Nee, warte, hier ist schlecht. Bam! Mit Ehre! Aber den nicht irgendwas abballern? Ha! Gegen mich gewinnst du nicht! Kampf.
Ne, brauche ich nicht. Das sind ja Rohstoffspeicher. Ich dachte, das ist für was Besonderes. Kristalle da. Stärkster Skill. Boah. Aber nämlich fangt mit Abstand das stärkste Skill hier. Nochmal. Ah, nicht runterfallen. Die Sinets könnten Verstärkung schicken. Nein. Werden wir fertig und dann raus hier. Die Bauteile müssten irgendwo im zweiten Stock sein. Bin gleich hinter dir. Oh nein, da unten liegt's. Scheiße. Ach, Manno. Diese Nanorotz, die da immer benutzen. Ach, warte mal, habe ich nicht was freigeschaltet für meine Waffen? Nee. Ah, doch, für den Häcksler-Handschuh. Was nehmen wir denn? Gleiten, verursacht der Schaden, verursacht die Fähigkeit, Gegner mit Stoß und Sprengschaden ins Taumeln zu bringen oder niederzuschlagen. Schaden gegen nahe Feinde wird erhöht. Konzentrationsschaden. Warum habe ich das nicht? Warum habe ich den Konzentrationsschaden nicht ausgerüstet? Habe ich denn nicht? Was habe ich denn in meinem Bogen drin, sag mal? Ach, Reißschaden. Ah, okay, ja, ja. Das ist besser. Das ist besser. Ich stelle lieber auch die Viecher wieder hier sind. Oh, ich wollte gerade sagen, da war doch was. Oh, der Gräber Klanghülse. Woher will sie das wissen, dass hier oben die Sachen sind für die Prothese? Es schließt sich mir irgendwie nicht so ganz, Aloy, wie du darauf kommst. Hier sind wir doch gerade erst gewesen. Wir müssen die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschungen mehr. Gute Idee. Hier waren wir aber noch gar nicht, hä? Oh oh. War ganz schön laut. Was ist denn hier? Ein Gabelstapler. Hier haben wir alle dieses fancy pinke Licht. Eine Lüftung. Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Bitte sag mir, dass die Teile da drin sind. Ja, eine Lüftung. Da ist erstmal. Ich hab's ja schon ein bisschen vorgegriffen. Die Lüftung. Kommt wohl erst noch. Was Gelbes. Ah ne, vielleicht hat sie das doch gemeint hier, die Lüftung. Aber gut. Dass wir die ganze Station noch überhaupt nicht untersucht haben. Und hier noch so viel zu holen ist anscheinend. Hallo? Was war das denn? Die Bauteile müssen hier irgendwo sein. Was für Geräusche? Da ist doch noch was. Oh.
Aha. Oh. Ich sollte sie zu Kutalo bringen. Zenith-Bauteile, aha. Kutalo ist bestimmt am Kämpfen gerade wieder. Ich hätte, da sind wieder Kreaturen aufgetaucht. Oh, haben wir gar nicht geguckt, ha? Daniel McGill an Claire Nguyen. 18. Januar 2065. Claire, ich wünschte, du wärst bei dem Gespräch mit Zero Dawn dabei gewesen. Wer auch immer den Deal mit ihnen ausgehandelt hat, ist ein Genie. Ein bisschen altes Technikzeug, das bei uns im Lager verstaubt gegen eine Kopie des gesamten menschlichen Wissens? Wenn das kein gutes Geschäft ist. Und der Typ, der für die Eloitia-Unterfunktion zuständig ist, Patrick Brochard Klein. Man konnte seine Augen förmlich funkeln sehen, als er uns mit Fragen über die Konstruktion der Elektrogenese-Kammern gelöchert hat. Es war, als ob wir ihm Katzenminze vor die Nase gehalten Wie auch immer, sie wollen zusätzliches Material über die Nahrungszufuhr. Die oberen Etagen haben ihr okay gegeben, also schickt ihnen alles, was wir haben. Brochard Klein wird sich vermutlich vor Freude in die Hose machen. Dan. Ach, da ist er zum Glück. Ach, schon ist was passiert. Sieh's dir an. Ich danke dir, Aloy. Stimmt was nicht? Ich habe nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Besser. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Ha. Müßige Gedanken. Das kann bis zur Basis warten. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. In Ordnung. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den Zehn. Ja, ich freue mich auch. Das wird bestimmt schön, dass Kutalo wieder voll einsatzfähig ist. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal... Ups. Wie kann ich immer Stockwerk runter? So. Wir gehen mal wieder raus und gehen jetzt zur Forschungsstation... Oder zur... Ja, zur Schmiede. Und gucken, dass wir da noch die... Ja, kriege ich jetzt eh nicht mehr hin in dem Part, aber... Soweit wie es geht, gehe ich halt noch, ne? Ich will nämlich, wenn es geht, alle, also die, ach, ihr wisst, was ich meine, die Städten, wie heißt es, Brutstätten, ich vergesse das jedes Mal, ne? Die blöden Brutstätten will ich noch alle machen. Der Schneefall ist stark. Na, komm. Knackiger Stachelhalm. Der ist so knackig. Ja, vielleicht kann ich dann auch den Langhals überbrücken, wenn ich das hier habe. Oh, guck mal da unten. Was ist das denn? Das ist auch wieder ein... Ah, ich muss da runter. Das ist wieder ein Banditenlager, oder? Sieht aber nicht danach aus, weil da gibt es ein Fragezeichen. Na komm. Boah, ey, dieses Vieh, ne? Wie es einfach nicht laufen will. Ein ganzes Tenakdorf unter Wasser. Vielleicht durch einen Sturm. Ob da jemand überlebt hat? Ich sollte mir das Ufer ansehen. Ja, komm, dann machen wir das halt. Schnappmäuler sind unter Wasser bestimmt genauso schnell wie an Land. Das Wasser ist zäh. Verschmutzt. Hey, Bremse! Ah. Die Maschinen haben uns eingekreist. Bei der Lawine. Ich kümmere mich. Ach, dieser Felsen. Zerbrich den Stützbalken und zermalme die Maschinen.
What? Warum ist es auf einmal so schnell gewesen, das Vieh? Das ist ja nicht richtig. Halt! Oh. Das wird wieder nicht so, wie ich will. Stellt sich auch mal zurückziehen, die Dinger. Ja, cool. Ich treffe nix. Zermalme sie mit den Felsenbrocken. Nutze den Stützbalken. Der Schmerz lässt weg. Ja, welcher Stützbalken? Blöde. Komm her. Jetzt sollten die Tenakt sicher sein. Wir kommen runter. Diesen dummen Stützbalken nicht mal gesehen, aber ist auch egal. Ach, meine Güte. Der Stress immer hier. So. Erstmal einsammeln den ganzen Quatsch. Hätten sie mich nicht gesehen, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, aber leider war das ja nicht so ganz. Nicht so ganz funktioniert mein Plan. So, jetzt rede ich erstmal mit euch. Geht es allen gut? Ohne die Schnappmäuler geht es uns hier jetzt besser. Du verstehst dich aus Kämpfen.
Auf den östlichen Klippen sitzen einige Kameraden fest. Du kannst ihnen helfen, wenn du möchtest. Okay, ich schau mal nach. Wir sammeln uns am Ufer auf der anderen Seite. Danke nochmal. Na klar. Na, komm ich nicht ran? Egal. Dann machen wir erstmal die Quest fertig, was soll's. Überleg mir was. Ich muss einen Weg finden, die Tenakt von der Klippe zu holen. Der alte Kran könnte helfen. Wenn ich den in die richtige Position kriege, schaffe ich ihnen eine Brücke. Da sind sie ja. Oh je. So, wie kann ich denn... blockiert den Sockel des Krans. Aha. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Balken rausziehe. Wage ich zu bezweifeln, aber... Man hat sich etwas bewegt, aber... Er klemmt irgendwo anders fest. Unter Wasser vielleicht. Sein Fokus kann mir beim Suchen helfen. Ich sehe da nichts. Hier. Ah, da ist Feuerglimmer. Ja, noch mehr Geröll. Den Feuerglimmer anzünden sollte es beseitigen. Ja, super. Kein Problem. Okay. Der Kran ist bereit. Ich gehe jetzt runter zum Flieger. Ich sollte mir die Unterseite des Arms ansehen. Vielleicht kann ich ihn bewegen. So, ich kann ja bestimmt irgendwo losschießen. Etwas hält anscheinend den Arm fest. Da, wenn ich den Balken rausziehe, sollte das das Gegengewicht entfernen und den Arm senken. Von hier aus kann ich den Balken wohl nicht rausziehen. Ich muss weiter nach oben. Warum auch immer. Ah, nicht. Hast du da Faxen, Aloy? Irgendwo fest. Ich sollte raufklettern und mir das ansehen. Komm wieder. Warum hat nicht einfach jeder so einen Gleitschirm? Ich meine, der Verwundete kann jetzt zwar auch nicht viel mit anfangen, aber... Wenn ich diese Kabel loslöse, sollte sich der Arm ganz senken. Keine Munition mehr. Ah. Kriege ich die Kabel losgelöst, bitte? Wo hängen die denn dran? Hier. Ah, dies. Ein Schuss mit voller Bogenspannung kann die Kabel zertrennen. Er kommt runter! Vorsicht! Alles okay. Ah, wie es aussah. Oh nein! Blut der Zehn. Wie hast du das gemacht? Sauber. Sauberei. Keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Aber danke für die Rettung. Geht es allen gut? Sein Bein ist gegen etwas Geröll gekommen, als wir weggerannt sind. Aber es geht schon. Wieso wart ihr da oben? Beim letzten Sturm hat eine Lawine das Dorf zerstört und dieser Vorsprung war genau über dem Wasser, als wir ankamen. Aber als alles vorbei war, lief das Wasser ab und wir saßen hier oben fest. Und wir konnten einen Kameraden nicht hier lassen. Schafft ihr es von hier aus zum Ufer? Wir kommen klar. Ich glaube, ich sah Natika auf einem Aussichtspunkt. Wir werden zu ihr gehen. Sie wird wissen, was zu tun ist.
Ich habe gesehen, wie einige andere zu den Metalltürmen gelaufen sind. Schau dich doch dort mal um. Danke, ich sehe es mir an. Okay. Zu den Metalltürmen. Das dämpft den Fall. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Ich würde sagen, das hier ist ein Metallturm, aber offensichtlich ist das falsch. Hauptsache, die doofen Krokos sind weg. In diesem Turm fest. Die Flut hat den Ausweg blockiert. Oben gibt es eine Leiter, aber wir kommen nicht dran. Okay, ich suche nach einem Weg zu euch. Ich muss an die Leiter ganz oben am Gebäude kommen. Vielleicht komme ich über die Kapelle daneben rüber. Über die was? Die Kapelle? Ich habe leider den Untertitel nicht gelesen. Ich habe nicht verstanden, was sie sagte. Hier ist ja echt alles eingestürzt. Aha. Es gibt keine Möglichkeit, in das zerstörte Gebäude zu schwimmen. Ich brauche etwas, um über die Metallwand reinzukommen. Ich kann ihn da nicht festmachen. Perfekt. Es funktioniert. Jetzt muss ich innen hochklettern, um nach oben zu kommen. Aber erst wollte ich mir das Zeug. Wie sollte ich zu den Überlebenden kommen? So. Ach schön, die Lichtstimmung gerade. Also ich könnte dich auch ein bisschen auf die Leute pfeifen, ha? Huh? Na? Wenn ich jetzt schon mit der Questgeberin reden kann, der Chefin. Kann ich das wegballern? Nee. Kann ich mal rausziehen. Ah. Verstehe. Ah. Ich finde das Klettern so toll. Es ist halt ein bisschen langsam, aber irgendwie macht es auch Spaß. Man kennt das ja immer nur von anderen Spielen, dass die Helden oder Heldinnen natürlich, dass die sind wie so, als hätten sie keine Schwerkraft. Oh. Ja, alles wie, leicht wie eine Feder bei denen. Natürlich auch das Klettern ist super leicht. Da ist die Leiter am anderen Gebäude. Den Sprung schaffe ich. Oder, ja, oder auch nicht beinahe. Anscheinend klemmt. Vielleicht kann ich mein Körpergewicht nutzen. Oh, wow! Nein! Oder? Das war der einzige Ausweg. Geht es allen gut? Du gehörst nicht zu uns. Aus! Tut mir leid. Ja. Wir haben hier drin Schutz vor der Lawine im Dorf gesucht. Aber Trümmer haben uns den Weg nach draußen versperrt. Die Leiter war der einzige Ausweg. Aber wir kamen einfach nicht dran. Keine Sorge. Ich finde einen anderen Ausweg. Weißt du, was mit den anderen passiert ist? Es gibt mehr Überlebende. Sie sind in Sicherheit. Den Zehen sei Dank. Schafft ihr es von hier aus zum Ufer? Wenn du einen Ausweg findest, dann ja. Okay. Haltet erstmal durch. Tja. Na gut, das machen wir nächstes Mal, liebe Leute. Ja, ich komme natürlich hier raus, aber die anderen nicht. Für die ist es ein bisschen schwieriger. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Zusehen.
Und danke fürs Bewerten und Kommentieren. Und hoffentlich habt ihr Bock, darauf zu erfahren, wie es weitergeht. Wir machen nächstes Mal die Brutstätte und danach dann gleich weiter mit den Begleiterquests bzw. Hauptquests. Also, auf jeden Fall geht's dann bald weiter. Dankeschön und auf Wiedersehen.